Liebe Camping- und Kombüsenfreunde zu einem neuen Video von unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Es ist Zeit für Kombüsenstudio. Wir haben uns festlich gemacht, denn wir haben heute den ersten Weihnachtstag. Richtig. Und da haben wir uns gedacht, da machen wir einfach ein Drei-Gänge-Menü. Und dieses Drei-Gänge-Menü machen wir tatsächlich beide zusammen. Ja, du darfst schnippeln und alles fertig machen und den Bohnen fertig machen. Genau. Ich glaube, ich werde dann heute mal etwas brauchen, was normalerweise du brauchen würdest. Nee, kann ich gar nicht nutzen. Ich brauche auf jeden Fall irgendwie was ich drüber machen kann. Ach so, damit du deinen Pullover nicht verschmierst, ne? Genau. Oder ich muss den Pullover ausziehen, weil das ist ein richtig schöner Weihnachtspullover. Was gibt's denn hier überhaupt heute? Wir machen ein Drei-Gänge-Menü. Haben wir das nicht schon gesagt? Ja, und was davon? Es gibt zur Vorspeise eine Hochzeitssuppe, eine niedersächsische an Buggies Art angepasste Hochzeitssuppe. Ich wollte gerade sagen, à la Marcel hätte ich jetzt beinahe gesagt. Hier fehlt sogar was, sehe ich gerade. Ja? Die Nüdelchen. Ach, die Nüdelchen. Stimmt, die Nüdelchen müssen wir gleich noch herholen. Und was gibt es dann als Hauptspeise? Schinken. Also, nee, wie nennt Bohnen im Speckmantel. Kartoffeln. Und Braten. Braten? Ein Braten. Braten Sie mir einen Storch. Genau, also das was, ist jetzt... Storch? Nein. Ach so. Wird ein Schweinebraten. Oh, Gott sei Dank. So ein Storch ist auch nichts dran. Ja, eben. So, und dann haben wir noch einen Nachtisch. Genau, das mache ich. Ich mache tatsächlich den Nachtisch. Da seid mal überrascht, was für Kochkünste ja. ich hier rauslasse. Ja, wow. Zu Weihnachten gibt es mal was Besonderes. Oder halt für euch fürs neue Jahr, weil wir haben ja den 2. Januar. Und dementsprechend zu Neujahr gibt es eine ganz große Überraschung. Mhm. Ich mache auch noch was. So. Aber wir fangen jetzt an. Das dauert alles eine Weile, bis wir dort fertig haben. Also der Braten braucht so 2, 2,5, 3 Stunden. Genau, aber wir fangen an theoretisch mit der Suppe, hattest du gesagt, oder? Wir fangen an mit der Suppe, obwohl nebenbei könnte der Braten schon mal losbräuteln. Ich gucke gerade auf die Uhr. 13.29 Uhr. Ja. Dann wäre es 15 Uhr, wäre es ein bisschen zu früh. Bisschen früh, naja, dann lassen wir das erstmal noch. Dann machen wir erstmal die Suppe. So. Der Stift hat sich jetzt hier hingesetzt, hat sich umgezogen, damit sie nicht dreckig macht. Und Chef, Kombüsenchefchen, sagt jetzt, was muss ich jetzt machen? Die Möhren, die müssen klein gemacht werden. Also erst geschält und dann klein gemacht. Also ist das mein Job. Ich mache hier schön die Möhren klein. Dafür haben wir einen Sparschäler. Ich weiß, viele machen das mit Messer, aber warum? Ich habe einen Sparschäler, damit kann man das ganz gut machen. Ich glaube, Möhren schälen viele mit Sparschäler. Es gibt einige, die machen das tatsächlich mit Messer. Man glaubt es kaum. Ja. Aber. Also Kartoffeln kenne ich auch, aber Möhren. Kenne ich nicht, aber... Soll ich dir mal sagen? Mag alles gehen. Na? Die Möhren sind ganz schön kalt. Ja, die kommen aus dem Kühlschrank. Wir hatten das hier mal. Ja. Und was mache ich? Guten Eindruck. Ach, ich mache einen guten Eindruck. Soll ich schon mal mit der Suppe loslegen? Du kannst auch mit der Suppe loslegen und ich, wie gesagt, mache die Möhrchen. Für euch, wir haben uns insgesamt 5 Möhrchen besorgt. Davon kommt 4 in die Hochzeitssuppe. Mhm. Und der dicke Ding hier... Ui, ui, ui. Das nehmen wir für unseren Braten. Das kommt in den Braten rein. Genau. Ich fange an jetzt mit dem Fond. Ich habe nämlich Hähnchen ausgekocht. Das ist hier drin. Da sind auch noch ein paar Stücken Hähnchen mit dabei. Das haben wir dann eingefroren. Das ist natürlich jetzt hier im Auto schneller. Das muss man schon sagen. Man kann es ja auch vorbereiten. Klar. Also das ist sowieso. Also so ein Drei-Gänge-Menü würden wir euch immer empfehlen, vorzubereiten. Also es macht keinen Sinn, extrem das alles hier zu machen. Kann man machen. Aber bei so einer Sache, das haben wir in der Regel immer vorbereitet. Das sieht genau aus wie das Ding von draußen. Ich zeige euch das mal. Es ist natürlich Eis, logischerweise. Das ist halt der Fond. Und ansonsten... Na. Und ansonsten haben wir noch Mettbällchen sozusagen. Genau. Kleine Mettbällchen gedreht. Und das muss natürlich dann auch alles vorbereitet werden. Aber als allererstes fangen wir mit dem Fond an. Und dann kommen die Möhren dazu und noch ein bisschen genau, Wasser. Die Möhren müssen aber natürlich als erstes gekocht werden. Vielleicht wartest du das erstmal, bis ich genau das hier fertig gemacht habe, oder? Ja, damit fange ich schon mal an, das aufzulösen. Das können wir schon mal machen. Und ich mache das. Ich mache jetzt die Möhrchen, die schnibbel ich jetzt hier klein. Und dann geht's weiter mit den nächsten Schritten. Ich schneide die natürlich relativ klein, die Möhrchen, damit das auch relativ schnell durch ist, ne? Ja, gut, das muss man jeder so ein bisschen so machen, wie er meint, für die Suppe. Das ist halt, ja. Normalerweise, gleich vorweg nochmal dazu gesagt, es gehört eigentlich Spargel da rein und Eierstich.
Den müssen wir hier weglassen aus bedingten Gründen. Naja. Hallo. Er grinst. Ich esse es sehr gerne, aber gut, Marcel mag es halt nicht so. Genau. Und ihr könnt auch übrigens als Fond, könnt ihr natürlich auch Rinderknochen auskochen. Sowas geht natürlich auch. Ich mache das jetzt hier mit Hähnchen in dem Fall. Das ist so, je nachdem, wie der Geschmack ist, wie der sein soll. Und wie gesagt, wir müssen immer noch an die Nudeln denken. Wir haben dafür Buchstabennudeln genommen. Da gibt es auch Sternchen oder irgendetwas anderes. Also es gibt genug Möglichkeiten an Produkten. Da sind sie. Genau. Sehe ich gerade, ich muss gucken, dass ich die ein bisschen kleiner schäle, sonst wird es zu groß. Naja. Jetzt noch ein ganz wichtiger Tipp. Das geht natürlich viel, viel einfacher, wenn man das vorher aus dem Gefrierfach rausholt und vielleicht den Kühlschrank schon mal so langsam auftauchen lässt. Wir waren so clever und haben das direkt aus dem Gefrierfach und jetzt versucht Stefan das irgendwie da reinzukriegen. Deshalb wie gut, dass wir jetzt schon um 14 Uhr anfangen zu kochen. Dann könnten wir vielleicht mit viel Glück heute Abend fertig sein. Ne? Ja, könnt ihr auch ein Loch von hinten reinbohren und dann durchdrücken. Wir brauchen die Dosen noch. Ja, dann sind sie natürlich kaputt. Also das ist jetzt eine ganze Lösung. Nein, alles gut. Das dauert einen Moment und dann geht das gleich auch raus. Jetzt sehe ich natürlich, ich mache hier einen Möhrchentopf fertig. Dann sind hier Kartoffeln. Dann sehe ich, dass hier Bohnen sind und entsprechend noch Speck. Dann machen wir einen Braten. Sag mal, wie kriegst du das alles hin? Das sind doch nur zwei Gasflammen. Wie machst du das? Das muss man alles ein bisschen timen. Also die Suppe, die machen wir jetzt als allererstes. Das heißt, wenn die fertig ist, muss die nur noch warm gemacht werden. Das ist also schon mal der erste Vorteil. Dann haben wir den Braten, der muss natürlich am längsten kochen. Das heißt, dann geht der auf den Herd. Und wir haben ja dann noch eine weitere Flamme sozusagen, um zum Beispiel Kartoffeln zu kochen. Also wir haben im Prinzip ja hier die zwei Flammen. Wenn es jetzt alle Stricke reißen sollten, könnte man ja noch eine dritte Flamme hinstellen, und zwar unseren Safari-Chef, denn den haben wir auch noch. Aber in der Regel brauchen wir das nicht, weil man das einfach so ein bisschen timen kann, weil die Kartoffeln können einfach weiter ziehen, ohne dass sie weiter gekocht werden müssen. Sie werden ja trotzdem gar. Ist jetzt ganz ehrlicherweise kein One-Pot-Gericht. Nein. Nein, es ist ein Pot-Pot in Pot-Pot-Pot-Bericht, weil wir brauchen einige Pötte und eine Pfanne. Aber wie gesagt, wir wissen, dass das lecker ist. Ja, es ist auch ein sehr, es ist ein sehr deutsches Gericht. Ich wollte mir gerade überlegen, haben wir irgendwas jetzt aus Norwegen dafür gekauft? Nee. Tatsächlich, das ist alles aus Deutschland mitgebracht, ja. Weil wir das ja auch alles vorbereiten mussten und so, genau. Das heißt, ihr müsst nicht nach Norwegen fahren, um dieses wunderbare Gericht bei euch im Van nachzumachen. Das Thema ist ja auch, du musst es ja auch in dem Land, wo du da auch bist, dann kriegen. Das ist halt das Ding. Und wenn du dann von Pontius zu Pilatus fährst zum Einkaufen, das macht ja auch keinen Sinn. Und wir waren in verschiedenen Supermärkten in Dänemark und in Norwegen. Wir wollten noch mal einen anderen Braten suchen. Nee, gibt's nicht. Deswegen gibt es heute den Schweinelachs. Und den kann man auch schön als Braten machen. Der ist schön zart. Und wenn man ihn auch, ich sag mal, ausreichend kocht oder beziehungsweise ausreichend brät in dem Braten, dann wird der auch ganz zart, ganz toll. Ja, plus du marinierst ihn ja auch noch, ne? Ja, das zeigen wir euch gleich. Genau. Also, ihr seht, es gibt noch einiges hier zu sehen. Während der Chef schaut, dass die Brühe auftaut. Jo. Der schöne Eisklopfen. Ja, der wird aber. Und die Möhrchen kochen. Mhm. Habe ich einen neuen Job bekommen. Und zwar soll ich drehen. Und zwar. Aber nicht am Rad, ne? Das versuche ich. Ja. Bohnen im Speckmantel. Und falls ihr glaubt, dass da das Rezept steht. Ne. Da läuft das Video, was ihr schon gesehen habt. Denn das muss hochladen und wir haben eine so tolle Internetverbindung hier. Das braucht jetzt mal knappe 2,5 Stunden, bis das Ding hochgeladen ist. Deshalb haben wir gesagt, das können wir so nebenbei laufen lassen. Genau, stört uns ja nicht. Und wie mache ich das? Ich habe jetzt hier einfach nur Speck hingelegt, das seht ihr ja hier. Und jetzt nehme ich mir halt Böhnchen über Böhnchen über Böhnchen. Und dann werden die ganz eng aneinander gelegt. Und dann wird es eingedreht.
wie nennt sich das? Eingerollt. Eingerollt. Mhm. Das heißt, dann drehe ich ja gar nicht, dann rolle ich ja. Ja, genau. Du rollst die Bohnen. So. Zu einem Speckmantel sozusagen. Genau, dann nehmen wir ruhig immer ein paar, einige, das soll richtig schön funktionieren. Und eine so eine Packung hier, Bacon und so eine kleine Dose. Das passt gut zusammen. Passt perfekt zusammen. Also eigentlich kommt nichts bei weg. Mal gucken. Beim letzten Mal habe ich das mindestens so hingekriegt. Ob das jetzt so funktioniert, werden wir sehen. Wirst du schon hinkriegen. Und wichtig ist, ganz schön dicht beieinander, damit das schön zu einer Rolle wird. So. Ja. Und da habe ich jetzt ein bisschen was zu tun. So, ne? Ja, ich warte hier, dass das alles auftaut und dass es durchgekocht ist. So langsam riecht das hier schon noch schön nach Suppe, ne? Fertig, Chef. Fertig? Ja. Na, sehr gut. Was hast du gemacht? Ich habe Bohnen in Speck eingerollt. Sehr gut. Jetzt hat er einen Speckmantel. Also können wir die dann braten? Die können gebraten werden. Aber ich glaube, jetzt kommen die erstmal in den Kühlschrank. Ja, genau. Pack das mit den Möhrchen, beziehungsweise, nee, die Möhrchen brauche ich ja gleich. Die gehen ja gleich, wir fangen nämlich gleich mit dem Braten an. Ja, und Chef, du hast da auch schon was gemacht, ne? Ja, ich habe da schon ein bisschen Wasser nochmal dazu gegeben und habe die Möhren da reingemacht. Jetzt warte ich darauf, dass der Pott wieder heiß wird. Da kommen dann nämlich die Nudeln gekocht. Und was wir jetzt auch noch machen können, sind die Klöße da rein. Ich hoffe natürlich, dass sie sich relativ gut rauslösen. Nein, natürlich nicht. Warum sollte das auch? Also auch da müssen wir ein Momentchen warten, bis die Dinger sich rauslösen. Aber ich denke, das kriegen wir auch gleich hin. Ploppen wahrscheinlich. Genau. Klock. Muss ich halt ein bisschen Geduld haben. Drüber halten und dann. Aha, süßte. Da ist schon das Gott erste. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass sie plötzlich reingehen. Aber tut sich's. Tut es. Von daher alles gut. Das kann jetzt alles schön auch mit sich auflösen. Das geht auch sofort, so ruckzuck. Ja, schon eine reichhaltige Suppe, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, es fehlt hier Eierstich und Spargel, aber man kann nicht alles haben. Nee. Dafür hast du mich. Ja. So, jetzt geht das hier los. Die Nudeln da rein. Die werden jetzt erstmal vorgekocht. Genau, das machst du wegen der Stärke, habe ich richtig verstanden. Ja. Genau, damit die Stärke, weil die Stärke, die ist dann doch ein bisschen, die löst sich ja im Wasser auf und dass wir die abkippen können. Deswegen die Nudeln vorkochen und einmal ab. Gießen dann sozusagen. So, jetzt muss man halt gucken, wie viel man nimmt. Ich glaube, eine halbe Tüte reicht eigentlich auch. Ja. Und dann 125 Gramm. Ja. Genau. So, dazu ein bisschen Salz rein. Das mache ich auch noch gleich. Prise Salz und dann, ja, sollte das gewesen sein. So, jetzt fangen wir an, das Ganze mal ein bisschen mit Leben zu füllen sozusagen. Also wir marinieren das Ganze jetzt. Ich nehme dazu erstmal ordentlich ein bisschen Salz und dann kommt da Pfeffer, erstmal das Grundgewürz. Also wenn man nicht so viel vertragen kann, dann reicht auch Salz und Pfeffer, das kann ich euch gleich sagen. Was ist denn das eigentlich für ein Salz? Das ist besonderes Salz tatsächlich, das ist nämlich Ostseesalz. Reines Ostseesalz. Ihr könnt jedes andere Salz natürlich nutzen, aber weil das ist Salz made by, keine Ahnung, was geschenkt heißt auf Englisch, das könnt ihr runterschreiben in die Kommentare. Geschenkt bei Britta und Andrea und ihr seht also, liebe Ladies, ihr kommt selbst auf den Braten drauf. Ja, genau. So, jetzt machen wir das hier schön erstmal. Also was nutze ich hier alles an Gewürzen? Ich habe jetzt hier noch klare Gemüse und wie heißt das? Hühnchenbrühe. Genau, das ist so ein Mix. Dann habe ich so ein bisschen Gulasch, das ist so ein bisschen nochmal, um die Schärfe noch reinzubringen. Das heißt, das ist so ein bisschen Paprika, ne? Das könnte man halt auch normale Paprikas, Gewürz kann man natürlich auch nehmen, geht genauso. Stefans geheime Gewürzmischung, ab sofort auch im Handel. Ach du Scheiße. Und, aber frag mich bitte nicht, in welchem Handel. Und ich nehme auch noch gerne ein bisschen Gyroswürze, so Gyros. Fleischwürze. Genau, Fleisch- und Gyroswürze. Finde ich immer noch ganz nett. Aber ist alles Geschmackssache.
ihr würzt den einfach so, wie ihr sagt, so wollen wir ihn haben. Und dann heißt das, überall alles ein bisschen einmarinieren. Jetzt massiert er das Fleisch. Genau. Ist bei uns lange her. Ha. Psst. So. Sehr schön. Nimm noch die Kräuter, die hier auf dem Brett sind, noch mit auf. Jo. Welche Kräuter? Naja, das Gewürz, was ich da hatte. Und jetzt fangen wir an, das anzubraten. Mit anderen Worten, Hände waschen. Richtig. Eine der meistgestellten Fragen, die man uns immer wieder gefragt hat, oh, wie ist denn das mit dem Abwasch, wie macht denn das? Ganz einfach, wir machen das in so eine Schüssel und schmeißen es dann weg. Genau, also raus in den Schnee, weg damit. Entsorgt. Hast du das nicht erst gestern gemacht? Ja, habe ich. Also langsam haben wir kein Geschirr mehr. Tja, so ist das halt. Aber wie gesagt, das Ding ist jetzt wirklich bei so einer Aktion, die wir hier haben, mit mehreren Sachen, ganz gut, so eine Waschbox zu haben. Genau. Die kann jetzt nach hinten stehen. Haben ja viele von euch. Ja, oder ihr stellt sie ins Bad da unten rein oder sowas. Da muss man ja vielleicht auch nicht direkt immer hin. Also was weiß ich. Was ist, wenn ich auf Klo muss? Ja, okay, dann schon. Also doch nach hinten. Ab mal hinten damit. Jetzt geht das los. Wir machen jetzt ein bisschen Butter anschwenken sozusagen und dann werden die Zwiebeln, die habe ich hier schon vorbereitet, die habe ich einfach nur geviertelt, die werden dann dazugegeben und schön angeschmorkelt, dass es schöne ganze Zwiebeln sind. Ja, bisschen Möhren könnt ihr noch dazu machen. Die, wenn ihr das mögt natürlich, ist das kein Problem, dann kann das auch alles drinnen bleiben. Wer es nicht mag, der kann das dann wieder rausnehmen, weil dadurch, dass es grob geschnitten ist, geht das ja recht gut. Oh, es dauert jetzt einen kleinen Moment und machen wir ein paar Szenenaufnahmen wieder, ne? Und dann kommt der Braten da rein. Dann kommt der Braten da rein. Genau. Es ist alles so ein bisschen angeschmorkelt und jetzt geht der Braten da rein. So, einmal. Den müssen wir natürlich jetzt auch schön anschmürgeln. Das ist klar, dass der schön angebraten wird. Das dauert jetzt von jeder Seite so ein paar Minütchen. Und könnt ihr zwischendurch einfach mal umdrehen, dann seht ihr das ja. Ob es schön dunkel ist oder braun ist, je nachdem wie man das auch mag. Das dauert einfach einen kleinen Moment und wenn das dann von allen Seiten so ein bisschen angebraten ist, ja, dann gibt es Wasser noch dazu, das zeigen wir euch gleich. Du hast den jetzt auf volle Pulle, ne? Ja, genau, jetzt ist er auf volle Pulle, um den und anzuschmoren. Jetzt ist die Frage, wie groß ist die Pfanne? Ist das eine 26er, ne? Ich glaube eine 26, gibt es 27? Nee. Ich habe irgendwie 27 im Kopf, aber dann ist es eine 26er. Hm. Sonst wäre es eine 28er, aber ich glaube, die wäre zu groß. Ach, ich weiß es nicht, steht das irgendwo drauf? Wir müssen noch mal bei Woll gucken, es wird eingeblendet, würde ich sagen. Auf jeden Fall, ja, wir wissen, theoretisch sagt man ja immer, die sind für solche Herde überhaupt nicht geeignet. Ja, wenn ihr eine vernünftige Pfanne habt, geht das ohne Probleme, denn wir haben hier eine Wollpfanne, ich will keine Werbung dafür machen, aber das sind halt bisher die besten Pfannen, die ich jemals gehabt habe und die halten einfach ewig. Und sind sehr leicht. Und sind sehr leicht, genau, wir haben die Light-Variante. Wegen dem Herd darf man das nicht, solche schweren Pfannen. Nee, nicht so große. Die Größe, darauf kommt es an, weil es steht hier normalerweise ein Schild, das haben wir abgemacht, weil ich brauche diese Schilder da nicht. Das, da kommt ein größerer Pott drauf, das geht nun mal nicht anders. Kochen auf eigene Gefahr. Richtig. Aber wie gesagt, wir haben es jetzt null Probleme gehabt, weil wir sind ja schon im, jetzt muss ich überlegen, mit Kuwi, mit Buggy haben wir das alles hinter uns, also läuft. So. Nicht so viel Angst haben. Sowieso nicht, nicht bei solchen Gerichten. Nee. Und ja, jetzt seht ihr, wie das so hin und her gezwitscht wird, wie Wasser drauf gemacht wird. Das zeigen wir euch jetzt. Mhm. Und ja, wenn... Dann heißt das mindestens 2 Stunden. In 2 Stunden würde ich mal gucken, kochen, köcheln lassen sozusagen mit immer ein bisschen Wasser.
drin, allerdings zwischendurch auch mal wenden. Wir fahren nach Braunschweig. Braunschweig wenden? Ja. Hm? Nee. Kommen wir aber nie an, weil du musst ja vorher wenden. Ich muss vorher wenden, genau. Haha, Schenkelklopfer. Ja, Smoothie hat mich jetzt zum Kartoffelnstehen verdonnert. Das kommt davon, wenn man die ganze Zeit halt immer rumkritisiert hat. Dann kriegt man halt die Aufgaben, die man halt sonst nicht machen würde. Obwohl, das stimmt nicht, weil eigentlich bin ich für das Kartoffelnstehen hier immer zuständig. Was jetzt aber kein Meckern ist, na, weil ihr wisst, Stefan macht ja sehr viel. Sonst für euch da macht der Braten sein Brutzel, Brutzel, Brutzel. Und jetzt wird euch noch mal kurz ein Bild eingeblendet. Ihr habt es vielleicht in der Reisevlog Winter oder Winter Wonderland Norwegen gesehen. Richtig geile Wolken, richtig geil. Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt und ihr habt es nicht gesehen, dann müsst ihr in das andere Video. Ja, und ich werde jetzt hier weiter Kartoffeln schälen und irgendwann geht es hier was zum Essen. Es wird Zeit, mit der Suppe zu beginnen. Wir haben die jetzt nochmal erstmal heiß gemacht und ich muss die natürlich jetzt abschmecken, denn es ist noch nichts drin. Ich will einfach nur generell einmal gucken, wie ist die Soßenkonsistenz. Sie ist sehr lasch und deswegen werden wir da nochmal jetzt auf jeden Fall was machen. Ich nutze immer gerne ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. Und natürlich gibt es dann noch die Gemüsebrühe bzw. Hähnchenbrühe haben wir beides in eins gemischt und ja, von dem Ganzen geht dann noch ein bisschen was daran. Das muss man so ein bisschen nach Geschmack machen natürlich. Einfach mal zwischendurch wieder abschmecken und nicht zu viel erstmal ran machen, sondern immer erstmal nur ein Stückchen. Nachwürzen geht immer, rauswürzen ist schwierig. Und ihr seht schon, die ist natürlich schön ordentlich reichhaltig. Also bei uns ist die etwas fester. Wir wollen da schön ordentlich was drin haben. Und das haben wir hier auch. Der Tisch ist ebenfalls gedeckt. Also wirklich richtig festlich. Die Teller drapiert und alles. Unser Weihnachtsbäumchen, wir haben jetzt zwei. Genau. Sind alle am Leuchten. Mhm. Also wir freuen uns auf ein richtig leckeres Essen, ein Drei-Gänge-Menü. Wie gesagt, im Endeffekt eine Vorsuppe, das habt ihr gerade gesehen. Das ist jetzt so der letzte Stand. Der Braten brät jetzt gerade noch vor sich hin. Genau, das dauert jetzt einfach noch ein bisschen. Dem muss man einfach ein bisschen Zeit geben. Genau, dazu gibt es Kartoffeln und dann dieses Bohnen im Speckmantel. Genau, das zeigen wir euch dann, wenn es alles auf dem Teller ist. Weil wir gesagt, Kartoffeln kochen, naja. Genau, beginnen tun wir jetzt erstmal mit der Suppe gleich, wenn die heiß ist. Marcel, es wird Zeit. Die Suppe ist fertig. Währenddessen kochen die Kartoffeln. Oder sie werden sozusagen was. Aber wir fangen damit mal an. Was soll man sagen? Eine Überraschung kommt selten allein. Ich weiß nicht, ob man es so sagen könnte. Aber wir haben auf dem Dach von unserem Auto gerade noch was entdeckt. Steht da. Das gibt es auch noch dazu. Rotkohl. Warum es auf dem Dach ist? Weil die Temperaturen hier kalt genug sind, um das zu gefrieren. Hält sich länger.
jetzt für euch, dieser Rotkohl ist von Schwiegerpapa gemacht worden und entsprechend eingefroren. Den haben wir mitgenommen. Also auch das sind alles Sachen, die kann man vorbereiten. Na klar, es gibt das im Glas. Wir lieben halt den Rotkohl von Schwiegerpapa und so ist die Familie irgendwie immer mit dabei. Und deshalb nutzen wir den. Das heißt, wir zeigen jetzt nicht, wie Rotkohl funktioniert. Das müsst ihr dann schon selber schauen. Gibt es bestimmt einschlägige Internetseiten, wo man sehen kann, wie man Rotkohl macht. Und ich glaube, jetzt lassen wir uns einfach schmecken. Gang Nummer 1, die Hochzeitssuppe. Nach der Suppe ist vor dem Hauptgericht. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben den Braten aus der Pfanne rausgenommen. Den habe ich hier hingestellt zum Schneiden gleich. Dann haben wir die Soße einmal mit einem Sieb durchgegossen, weil Marcel mag halt die Zwiebeln nicht so gerne und so weiter. Also habe ich das rausgelassen, sonst könnte man das natürlich auch drinnen lassen. Und dann habe ich den Rotkohl noch zwischendurch heiß gemacht. Jo, ich würde sagen, wir fangen mal an, den Braten zu schneiden. Also schön zart ist er schon mal, das kann ich schon jetzt sagen. Da muss man halt ein bisschen gucken, kann sein, dass er ein bisschen auseinanderfällt. Das ist normal, weil das ist halt zartes Fleisch. Scharfes Messer hilft auf jeden Fall. Die Soße müsst ihr natürlich so ein bisschen abschmecken, so wie es für euch im Geschmack ist. Ich habe da jetzt ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Brühe dran und dann noch einen kleinen Schuss Maggi. Den mag ich ganz gerne. Muss man ausprobieren. Generell hat natürlich der Braten ja schon dafür gesorgt, dass er schön so einen Bratenfond, ich sag mal, ergeben hat. Und das ist schon ganz gut. Jetzt mache ich das noch, ich dicke das noch an. Das muss man dann halt auch so von der Konsistenz her einfach so machen, wie man denkt, das ist okay. Es dauert immer einen Moment. Ja, schauen wir mal. Und dann packe ich das Fleisch dort rein, denn dann bleibt es auch schön warm. Dann müssen wir uns noch um eins kümmern, und zwar sind das dann die Speckröllchen. Die Kartoffeln werden gleich fertig sein. Da habe ich mir einen Timer gestellt. Wir haben sie klein geschnitten. Und zwar geht der in 2 Minuten los. Das heißt, in 2 Minuten gehen die runter. Dann habe ich wieder eine Platte mehr frei. Das kann dann den Rest ziehen im Wasser und dann wird das auch nicht kalt. Und ja, was ich dann jetzt noch machen kann, ist nochmal den Rotkohl nochmal aufsetzen, weil der ist jetzt dann im Prinzip schon, ich sag mal, 10 Minuten ungefähr ist er schon draußen gewesen und den könnte man nochmal heiß machen. Die Zeit ist nun um. Da stehen die Kartoffeln noch im Wasser. Hier steht unser Fleisch. Auch dort können wir noch einen Deckel drauf packen. Alles, was in der Soße ist oder halt was im Wasser ist, bleibt auch noch warm. Da muss man sich nicht so viel Gedanken machen. Deswegen die Gerichte, die in der Soße sind oder im Wasser sind, einfach drinnen lassen und zum Schluss dann rausnehmen. Was wir jetzt noch machen, sind diese Röllchen, die wir noch anbraten. Das machen wir jetzt Stück für Stück. Die packe ich jetzt da alle rein, weil die müssen ja heiß sein. Also das heißt, die muss man zum Schluss auf jeden Fall machen. Und Rotkohl, seht ihr ja auch, auf der zweiten Flamme wird wieder warm. Und wenn der warm ist, dann kann das losgehen. Ein paar Bohnen waren noch über, die packe ich einfach noch mit rein. Gut ist. So, einmal für den Wäschekorb. Alles aufgetischt. Was will man mehr? Also man muss sich mal vorstellen, es sind 2 Beilagen, also Rotkohl und Bohnenspeckmantel, Kartoffeln, Fleisch, Soße. Das ist wirklich ganz großes Kino. Und das im Van ist halt möglich mit viel Vorbereitung. Wie ich wollte gerade sagen, vorbereitet ist es natürlich zu Hause. Also das muss man schon machen, weil ansonsten... Also der Rotkohl. Der Rotkohl ist vorbereitet und die Suppe war halt vorbereitet. Wobei man auch sagen muss, also wenn man den Rotkohl hier machen will, das ginge natürlich auch alles. Aber das ist dann halt natürlich alles, dann fängst du morgens an und bist abends dann fertig mit dem Essen. Na, das muss man auch sagen. Genau, und nach 15 Minuten ist alles weg und dann hat man nur noch eins, den Abwasch. Ja, genau. Den haben wir eh nachher, aber ist alles gut. Noch ist es aber nicht zu Ende. Das Video geht schon so lange, aber es ist noch nicht zu Ende, weil ich muss ja noch eine Nachspeise machen. Ja, das ist dein Job heute. Und wie das geht... Das erst, wenn wir das gegessen haben. Also, Mahlzeit. Mahlzeit. No, 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 no.
Du hast es so schön gesagt bei dem Rotkohl. Manchmal kommt es anders, als man denkt. So ist das halt. Und meine so Güte. Ist es auch in diesem Video. Und so endet das Video ganz anders, als eigentlich geplant war. Ja, genau. Tja, so geht es YouTubern. Manchmal sind Daten weg, die nicht weg sein sollten. Und so, meine Leute, ist leider das Ende. Da solltet ihr einmal sehen, wie ich eine Nachspeise mache. War eine einfache Nachspeise. Ja, für euch, es war im Endeffekt nur ein Eis. Genau. Marcel hat aus dem Eisfach das Eis rausgeholt. Wir hatten Vinetta. Genau. Also so eine italienische Eisrolle, hätte ich beinahe gesagt. Ja, ist es ja eigentlich. Und das hat er zusammengeschnitten, kurz auseinander gemacht und dann in unsere Schüsseln reingepackt. Also ja. Genau, das hat was Einfaches, aber sehr lecker. Ja, und das habt ihr jetzt im Endeffekt verpasst, weil wir hatten das eigentlich ein bisschen lustig gemacht, aber tja. Ja. Es soll nicht sein, ihr sollt einfach nicht sehen, wie ich irgendwas zum Essen mache. Es ist nun mal so. Auf jeden Fall können wir euch nur animieren. Mit ein bisschen Vorbereitung kann man ein sehr schönes Drei-Gänge-Menü ohne Probleme auch im Van machen. Es ist kein One-Pot-Gericht, das ist sicher. Das sollte es aber auch hier nicht. Es ist ein riesen Abwaschgericht. Ja, genau. War aber auch nicht das Schlimme. Dann haben wir das halt kurz abgewaschen und gut ist es. Ganz ehrlich, Leute, wenn ihr das zu Hause habt oder esst, müsst ihr das ja auch abwaschen. Nee, da gibt es eine schöne Geschirrspülmaschine. Ja, der eine oder andere hat vielleicht eine, aber nicht jeder, ne? Die meisten haben das schon. Und die freuen sich dann immer, wenn sie wieder da sind. Ja, so ist es nun mal. Wir können es nicht ändern. Wir hoffen aber trotzdem, dass ihr Spaß hattet an so einem etwas anderen Buggys Kombüsenstudio. Und nächste Woche läuft dann ganz normal es wieder. Ich glaube, was immer da kommt, Apfelkuchen, weiß ich gar nicht, was da kommt. Sehe ich das hier zufälligerweise, ist es offen, dann habe ich es schnell. Sonst haben wir Pech gehabt. Es kommt danach, stimmt gar nicht, die Schwarze Buchte kommt. Naja, siehst du, lecker. Also, und das ist definitiv am Stück und es fehlt auch nichts. Genau. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen. Viel Spaß beim Nachkochen und dann sehen wir uns schon bald wieder. Bei Buggys Kombüsenstudio auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.